Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, dass du einschaltest. Heute geht es hier um diesen Trailer, also Tieflader zu Deutsch. Der ist original von Tamiya zu erwerben. Dort läuft er unter dem Namen Tamiya Lowboy. Ihr könnt die Teile natürlich auch bei Thingiverse und ähnlichen Plattformen als Download für euren Drucker selber finden, runterladen, anpassen und dann euren eigenen Trailer davon bauen. Genau das habe ich gemacht. Als allererstes steht natürlich der Druck von den 3D-Files im Vordergrund. Die habe ich mir einfach so wie sie sind runtergeladen und entsprechend ausgedruckt. Im Nachgang, gerade im hinteren Bereich hier der Aufhängung, habe ich, da ich nicht die Tamiya Lowboy-Achsen verwende, die ich habe, sondern eine andere Konstruktion mir dort überlegt habe, habe ich die ein bisschen anpassen müssen. Ansonsten die klassischen Aufnahmepunkte, wenn man das will, hier im Heck als auch in der Front sind genauso wie die Files bei Thingiverse zu finden sind. In der Mitte habe ich das Ganze verlängert mit Alu-Winkelstücken, nicht Alu-Hohlprofilen, also Vierkantprofilen oder T-Profilen, so wie das manche im Internet zeigen. Eine ganze Menge ist hier wirklich gedruckt. Von den Fendern hinten, die fand ich viel cooler, als da offen das zu haben. Die habe ich selber entworfen, angepasst nach meinen Wünschen und das Ganze in Schwarz gedruckt. Das Rote ist im Nachgang rot lackiert mit hier Duplicolor Autolack. Die kann man pur auf PLA sprühen. Oder entsprechend, wenn ihr wollt, eine Grundierung drunter ballern. Entweder halt schwarz oder silber. Je nachdem wird die Farbe dann halt ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler. Das hier ist dabei nicht die Farbe hier im Heck, sondern in der Front. Und das Ganze habe ich dann einfach mit einem relativ matten Klarlack nochmal drüber lackiert, damit der Lack sich nicht löst. Das Teil soll nachher hier nämlich die Abigail-Yacht transportieren können, aber ich wollte einen Trailer, der halt nicht nur dafür ist. Deswegen habe ich mir hier diese Konstruktion gebaut. Die ist dem Original Bootsständer nachempfunden und auch gedruckt, kann ich halt so mit rausnehmen. Und auch diese Sockel, die das Ganze halten, sind nur gesteckt. Das reicht vollkommen für den Transport und zur Sicherung, da die nicht verrutschen können und schon relativ stramm in dem Ganzen sitzen. Sodass ich hier wirklich einen Tieflader habe, den ich in der Fläche hier noch anderweitig auch befahren kann. Der bekommt derzeit noch ein paar Rampen. Hier in der Front, da, wenn das Boot drauf ist, muss die Ladefläche hier so glatt bleiben oder frei bleiben. Ansonsten kommt hier optional noch einen Container drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel Gütertransport mache. Vieles ist 3D gedruckt und angepasst, zum Beispiel hier an den Seiten diese Bandagen, wie nennt man das Ganze, diese Seitenelemente, diese Schutze, die gehen nicht durch, weil hier in der Mitte sollen noch Container hinkommen, sodass dort sowas ein bisschen wie Stauraum einfach da ist. Vielleicht bastel ich hier und da auch noch einen kleinen Tank ran. Das werde ich im Laufe des Bauprozesses denn sehen. Es werden auf jeden Fall auch noch hier diese Oberfläche lackiert werden. Das ist jetzt hier Papier einfach, das klebt da noch ein paar Reste mit dran. Vom Verkleben des Ganzen ist auch abzunehmen, sodass ich wirklich mal unten in den Rahmen reinkomme. Denn ich werde hier auch noch ein bisschen Elektronik verbauen. Elektronik insofern, das war hier aktuellstes Projekt, die zwei Rampen haben. Die werden nachher auch über ein kleines Mikroservo anzusteuern und kommen hier hinten ans Heck noch mit ran. Weil ich das Ganze noch nicht komplett fertig habe, ist das noch nicht montiert. Ich wollte so viel Freiheit wie möglich in dem ganzen Projekt mir lassen. Hier vorne haben wir ein paar Ersatzreifen, die sind auch funktionsfähig, können also dort abmontiert werden und als Ersatzrad montiert werden, haben innen auch einen Innensechskant, also 12 mm Aufnahme. Gedruckt sind ebenfalls die Felgen. Die habe ich mir selber entworfen.
da die ursprünglichen mir nicht gefallen haben und die mir so einfach deutlich besser gefallen. Und dazu noch die Nabenkappen natürlich entsprechend angepasst. Das Ganze ist hier im Heck mit Dämpfern gefedert. Da muss ich mal schauen, ob das nachher ausreichend ist vom Gewicht her. Vorne fehlt hier ebenfalls noch ja, der Königszapfen, damit das Ganze gezogen werden kann. Das ist aber erstmal soweit der Stand der aktuellen Bauphase. Ich wollte euch da einfach mal dran teilhaben lassen. Vielleicht baue ich auch noch ein paar Positionslampen rein. Ähnlich so wie ihr das hier von dem Zetros kennt. Bisschen an der Seite, was dann über das Zugfahrzeug mit steuerbar ist, da ich hier die Technik so einfach wie möglich halten will, denn das Ganze muss nachher auch ins Wasser, um das Boot abzulassen. So zumindest aktuell meine Idee dazu. Das war's an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Da sehen wir uns, wenn Fragen sind, ab unten in die Kommentare. Ansonsten gern per E-Mail oder schreibt mir über Instagram oder Facebook einfach eine Nachricht, ganz unkompliziert. Dann beantworte ich die natürlich gerne. Selbstverständlich könnt ihr die Files, die ich hier entworfen habe, sei es für die Ladefläche als auch hier die Radkästen, die Aufhängung, alle natürlich auch bekommen. Bis dahin, auf Wiedersehen.